Ja, ich glaube, wir können dann auch. Sind wir schon auf Sendung? Ah. Wir können dann auch mal anfangen. Also, ich bin Frank Bartels. Ich bin Daniel Ehlers. Und wir stellen die Toppoint vor, unsere Aktivitäten, Projekte und Infrastruktur. Tja, also, wir erzählen erstmal kurz zur Geschichte. Die Toppoint ist ein für Technikverhältnisse relativ alter Verein, über 20 Jahre alt. Wir sind gemeinnützig und wir waren ehemals privater Internetprovider, einer der ersten in Deutschland auf jeden Fall. Und das war noch zu Zeiten, wo Internet für niemanden eigentlich so richtig verfügbar war, außer ein paar Leute in Universitäten. Die hatten da schon die entsprechenden Anschlüsse und ein paar Firmen, die sich das leisten konnten. Gemeinsam, dachte man sich damals, kann man sich das auch leisten, aber nur gemeinsam, und da hat man dann mit Modems sich zu den einzelnen Wohnungen verbunden und ja, gemeinsam dicke Standleitung gehabt, die dann Tausende kostete. Man kann dann dazu noch sagen, dass wir auch heute noch Protokolle aus den Anfängen des Internets immer noch betreiben und auch auf unseren Mitgliedern immer noch zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel UUCP, was am Anfang der Internetzeit zum Mail-Austausch verwendet wurde. Und auch damals wie heute setzen wir halt auf Linux und pur auf Open Source und wirken da halt auch mit, um die entsprechenden Pakete, Softwarepakete an unsere Bedürfnisse anzupassen und diese Bedürfnisse bzw. diese Erweiterungen halt auch in die Welt hinaus zu publizieren. Im Laufe der Zeit haben wir natürlich weniger die Rolle mehr einnehmen können als Internetprovider, weil da natürlich viel bessere Internetprovider schon da waren. Heute mit DSL relativ problemlos verfügbar, vielleicht nicht ganz überall, aber fast überall. Da können wir natürlich unseren Mitgliedern nicht mehr wirklich mit dienlich sein. Deswegen sind wir mehr zur Bildungsorientierung übergegangen, haben Schulungen angeboten, wo ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, und haben uns für andere Bereiche geöffnet, wie zum Beispiel CCC nahestehende. Da kommt auch noch ein eigener Vortragsteil. Und wir haben den Bereich Elektronik, Basteln und Kreativität mit Technik, Frickel. Genau. Ja, wie eben auch schon angemerkt, wir setzen halt viel auf freie Software. Was wir daran besonders schätzen, was wir auch in vielen anderen Bereichen der Welt halt vorwärts bringen möchten, sind halt diese Offenheitsprinzipien, die Transparenzprinzipien, dass man nicht alles hinter irgendwelchen Lizenzen versteckt und unmöglich macht, ein Privatmensch oder eine dritte Person Dinge zu implementieren, Dinge zu nutzen. Dabei steht natürlich auch die Sicherheit ein wenig im Vordergrund. Wir möchten halt, dass wir alle unsere Datensicherheit haben und dass diese Datensicher- und Privatsphäre in dem Sinne halt auch gesellschaftlich erhalten bleibt. Im Sinne von Schulungen ist natürlich auch der Wissensaustausch bei uns sehr wichtig. Wir treffen uns halt regelmäßig und bei diesen Treffen geht es halt auch viel darum, wie zum Beispiel beim Elektronikbasteln, darum, dass man gemeinsam Wissen austauscht und erarbeitet und halt auch Wissen eventuell experimentell ertestet oder Wissen dadurch findet. Genau, wir haben also ganz allgemein bieten wir einen Ort nicht nur zum Wissenaustausch, sondern man kann sein Wissen auch ausprobieren, man kann experimentieren, man kann sich gegenseitig befruchten mit kreativen Ideen, man kann kreativ mit Technik umgehen, also ein anderes Verhältnis zur Technik gewinnen. Im Beruf hat man ja vielleicht ein etwas ernsteres Verständnis von Technik und soll immer konkrete Ziele erreichen. Hier kann man wirklich mal den Gedanken freien Lauf lassen. Wichtig ist für uns der kritische Umgang mit Technik allgemein, auch der Datenschutz, Sicherheitsaspekt, das hatten wir eben schon erwähnt. Also, dass man es nicht nur als Technikfanatiker betrachtet, sondern auch einfach mal einen Schritt zurücktritt und schaut, was machen wir hier eigentlich. Genau. Das Ganze, was wir so beschrieben haben, fällt heutzutage in der Regel schon unter den Begriff Hackerspace. Das Hacken dabei ist
Hacken im weitesten Sinne gemeint. Das ist nicht unbedingt das Eindringen in fremde Rechnernetze, sondern da geht es darum, dass man Dinge anders verwendet, als sie eigentlich gemeint sind. Dazu braucht man sehr viel Wissen. Man eruiert Hintergründe von Dingen, man analysiert, man nimmt auseinander und man tauscht das Wissen aus. Genau. Man hat einen Ort, an dem man das Wissen austauschen kann und ja, kann eben all diese Dinge machen, die wir so machen. Ja, zu dem Hacken könnte man auch nochmal sagen, also genau. Dieses Dinge für etwas einsetzen, was man normalerweise nicht damit tut, fängt halt auch schon an, wenn Oma aus Mangel eines Wasserkochers die Kaffeemaschine zum Aufwärmen des Teewassers benutzt. Das ist im weitestgehenden Sinne auch schon so ein wenig Hacken. Ja. Ja, zu unseren Schulungen. Ja, das mache ich am besten. Ne? Ja. Also unseren Schulungsbereich betreue ich, deswegen mache ich den da jetzt mal. Da versuchen wir natürlich Wissen für jedermann verfügbar zu machen, also insbesondere auch Leute, die jetzt gerade zum ersten Mal Internet haben und gar nicht so recht wissen, was ist überhaupt E-Mail, was ist Internet und ja, ich höre so viel von Viren, Trojanern und allen möglichen Sicherheitsbedrohungen. Wie muss ich denn damit eigentlich umgehen? Entsprechend bieten wir 3 verschiedene Schulungen an, Internet, E-Mail und Sicherheit. Das sind jeweils 2 Stunden. Die ganzen Schulungen werden in Zusammenarbeit mit Kielnet angeboten. Kielnet bewirbt die auf ihren Rechnungen und macht für uns ein bisschen Abrechnung, sofern das über Kielnet gebucht ist. Aber man kann natürlich auch direkt zu uns kommen. Dann haben wir noch etwas vertiefende Bereiche, die bei uns noch in den Schulungsbereich fallen. Das nennen wir aber Workshops. Das sind also unsere Schulungen-Workshops sozusagen. Da haben wir die Themen HTML. Da kann man zum Beispiel lernen, wie man eine eigene Webseite baut. Die haben wir in der Vergangenheit etwas unterschiedlich gestaltet. Jetzt sind wir wieder in dem Modus, dass wir wirklich HTML auch erzählen und ein bisschen die Technik dazu, um da nicht zu oberflächlich zu werden. Also grundsätzlich geht es darum, dabei auch immer gewisse Grundlagen zu legen, technische Grundlagen, technisches Verständnis zu legen. Ja. Man kann an diese speziellen Workshop-Themen nicht so rangehen. Wenn ich da die 2 Stunden besucht habe, dann bin ich hier der Profi-Webdesigner. Das ist, bis dahin muss man da wohl ein wenig mehr Arbeit reinstecken. Genau. Ja, WLAN, da kommt ja gleich noch Freifunk. Ja. Also wir haben da natürlich eine besondere Kompetenz und da bieten wir natürlich auch einen entsprechenden Workshop für an. GIMP habe ich natürlich auch gestern schon in Anfänger-Workshop hier auf den Linux-Tagen gehalten. Das ist dann dasselbe in etwas ausführlicher nochmal. LibreOffice, Medienkompetenz, Online-Banking. Wir denken uns auch immer mal was Neues aus. Also da kann immer noch mal was dazukommen. Anregungen wären eventuell auch interessant. Ja. Ja, dann gibt es vor allem auch noch vertiefende Workshops, die wir im normalen Vereinsbetrieb durchführen. Da gehören momentan ein kleiner C-Kurs zu, der meistens am Wochenende stattfindet. Mikrocontroller-Programmierung fällt eigentlich quasi immer am Freitag in der Frickelrunde mit ab. Und wir haben einen Workshop, der sich speziell mit OpenGL und damit mit Grafik-Rendering auf modernen Maschinen auseinandersetzt. Und wir planen für die Zukunft ein Zusammenspiel zwischen dem C-Workshop noch einen Workshop, der sich mit parallelem Programmieren auseinandersetzt und da im Speziellen wohl das MPI-Interface, ohne zu technisch zu werden. Wir hatten bis vor kurzem noch einen fortgeschrittenen bzw. vertiefenden Workshop für GIMP. Der wird momentan leider nicht mehr fortgeführt, weil dem Vortragenden die Themen ausgegangen sind. Aber da könnte man eventuell noch mal Treffen arrangieren, wenn da genug Interessierte zusammenkommen. Der Vortragende ist durchaus noch interessiert an einem Austausch, aber die Themen sind so ein bisschen abgegrast. Da will man nicht einfach das Gleiche noch mal von vorne durchnudeln. Also wenn da Anregungen oder Interessen sind, kann man ruhig noch mal zu uns kommen. Dann haben wir natürlich die Dauerthemen, also Linux zum Beispiel, ist ja schon bei unseren Werten vorgekommen.
in Form von API. Da haben wir die Vorbereitung auf die Linux-Wissenszertifizierung. Da kommt gleich nochmal eine Extrafolie kurz vorm Ende dazu. Und ja, deswegen beende ich das hier jetzt erstmal. Ne? Ja, ja, beim Wissensaustausch, was ja einer unserer Grundprinzipien gewissermaßen darstellt, möchten wir natürlich auch immer Hilfen anbieten und vor allem auch immer Hilfen anbieten, die Leuten helfen, sich selber zu helfen. So, also wir stehen bei technischen Fragen, da kann man immer mal Montag oder Donnerstag vorbeikommen ab 19 Uhr, immer gerne zur Seite, aber da haben wir halt auch immer ein bisschen den Fokus darauf, den Leuten zu zeigen, wie sie sich auch ein bisschen selber helfen können. Wir haben da zu vielen Themen Experten, mit denen man sich dort austauschen kann. Wenn jemand meint, er ist Experte in einem gewissen Thema oder hat ein Faible für ein gewisses Thema, kann man sich da quasi immer mit anhängen, indem man einfach mal vorbeikommt und mal schaut, ob man sich selber da mehr Wissen aneignen kann oder selber Wissen spenden kann. Ja. Die Themen haben wir schon praktisch abgegrast. Also unsere Vorstellung ist zum Routen von Android und der Frage, was für ROMs kann man sich installieren, solchen Geschichten, so ein bisschen Beratung anzubieten. Wir wollen da nicht zu viel versprechen, das einfach für jemanden zu machen, weil das eventuell auch relativ komplex ausfallen kann und Probleme mit sich bringen kann. Und das Risiko, was man mit eingeht, muss natürlich auch jeder selbst übernehmen. Aber zur Seite stehen können wir den Leuten schon bei der Befreiung ihres Android-Telefons. Ja, es muss auch nicht immer technisch sein. Es kann bei uns auch ohne Probleme mal philosophisch oder gesellschaftstechnisch, also das Wort wieder, aber gesellschaftlich werden, um einfach mal auch Austausch über gesellschaftliche Probleme, aber schon so ein bisschen in Verbindung mit den neuen Informationstechnologien zu haben. Okay, dann ja. Gehen wir einfach weiter zu Frickel. Ja, Frickel ist jetzt mein Bereich. Ich biete das jeden Freitagabend an. Da kann man sich treffen, um mit Elektronik zu basteln, also Kreativität mit Technik im wahrsten Sinne des Wortes, anfassen, löten und so weiter. Das bildet, da kommt praktisch alles vor, was wir so an Zielen definiert haben. Da kann man das durchexerzieren sozusagen. Also da gehe ich ganz drin auf. Es ist nicht nur Elektronik gemeint, es ist Basteln im allgemeinen Sinne, im weitesten Sinne gemeint. Also im Prinzip alles auseinandernehmen, irgendwie kreativ sein, man will sich irgendwas bauen, was einem gerade irgendwie fehlt, dann macht man das einfach. Dann gibt es noch so den Bereich Retrotechnik. Wir gucken uns auch an, was war denn vor 30 Jahren mal aktuell zum Beispiel oder wie hat man früher Dinge gemacht. Das ist teilweise sehr interessant. Also wenn man sich heute anguckt, wie zum Beispiel früher ein Spiel gebaut wurde, zum Beispiel Pong, das wurde mit reiner diskreter Logik, ganz ohne Computer, ganz ohne Prozessor, ganz ohne RAM realisiert. Das geht auch. Das sind natürlich interessante Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ja. Und wir haben natürlich den ganz großen Bereich LEDs. Anzeigemodule, wir haben 3D-Matrix mit LEDs, wir haben eine ganz große Matrix mit Rot-Grün-Blau-LEDs, die steht auch unten, die kann man da ausprobieren, sogar mit Steuerpanel und allem drum und dran. Also da haben ganz viele Leute dran rumgebastelt und sich zusammengeschmissen. Und ja, das ist dann für alle Bereiche auch interessant. Auch der Programmierbereich profitiert davon, denn man kann in Programmierworkshops, Programme machen, die dann da auf der großen Matrix abgespielt werden. Es gibt natürlich besonders Erfolgserlebnis, wenn man das so sieht. Wir arbeiten da in ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen. Also da werden Hardware-Dinge gemacht, da werden gelötet, da werden mechanische Dinge für gemacht, da wird Systemprogrammierung gemacht, um die Matrix anzusteuern und es werden Animationen geschrieben. Also jeder, der Lust hat, kann einfach vorbeikommen und einen kleinen Einstieg bekommen. Wie macht man hier Animationen und
wenn man schon ein bisschen C programmieren kann, wird das auch sehr leicht gehen. Wenn nicht, dafür bieten wir auch die entsprechenden Kurse oder Workshops dann an. Die künstlerischen Ansätze sind dann praktisch das, was sich dem nahtlos schon anschließt, wenn man da schon Animationen baut, wenn man LED-Gebilde baut, dann ist das schon mit einem Schritt im Bereich der Kunst auch. Unser kreativer Ansatz erlaubt natürlich, Abstecher in diese Bereiche zu machen und wir strecken unsere Fühler in die Richtung auch aus. Wir haben eine ganze Menge Infrastruktur. Wir können Platinen erstellen auf zwei verschiedene Methoden. Wir können ein Ätzbad benutzen oder die Platinenfräse. Wir haben natürlich Lötkolben, können ein bisschen was analysieren mit Multimetern, Oszilloskopen und so weiter. Wir haben diverses Werkzeug, das übliche halt, wobei wir nicht extrem komplett sind. Da haben wir immer noch Bedarf nach Spenden. Das passiert auch sehr oft, dass Mitglieder etwas mitbringen, entweder spenden oder für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen, zum Beispiel für ein bestimmtes Projekt. Ja, also Elektronikbasteleien kann man prima zeigen, also zur Kommunikation, wenn jemand zu uns kommt. Da entstehen natürlich automatisch Gespräche, wie funktioniert das oder wie realisiert man jenes. Wir haben natürlich auch unsere Fühler ein bisschen nach außen gestreckt schon. Zum Beispiel bei den Linux-Tagen präsentieren wir uns ja immer. Da ist natürlich der Elektronikbereich immer sehr präsent, weil das sind die Dinge, die man sehen kann, die blinken und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und wir schauen auch, dass wir woanders, zum Beispiel bei Chaos-Events, also aus dem CCC-Bereich in den Events uns präsentieren oder in anderen Bereichen. Zum Beispiel mit einem Lichtschwimmer vor 2 Wochen haben wir die LED-Matrix und ein paar Elektronikbasteleien vorgestellt. Also ganz allgemein mal gezeigt, wie man Licht, Kunst selber machen, ansatzweise bei uns auch lernen kann. Unser Schaufenster ist sehr schön geeignet im Moment dafür, auch unsere Dinge zu zeigen. Also wir haben die LED-Matrix vor einem Schaufenster und darüber eine Auslagefläche, wo immer aktuelle Basteleien, Retro-Technik oder diverses zu sehen sind, sodass hoffentlich der eine oder andere interessante Anregung mitnimmt, der vorbeigeht oder auch mal reinkommt. Ja, jetzt wäre eigentlich Andreas an der Reihe, der ist aber leider bisher noch nicht aufgetaucht. Genau, also wir haben jemanden, der erzählt auch wirklich workshopmäßig mal was, wie man Platinen designs, also die Layout-Software benutzt, wie man die Platinenfräse benutzt. Und der kümmert sich auch um solche Bereiche, dass wir Standardgehäuse produzieren mit Standardsteckverbindungen und so weiter, sodass verschiedene Sachen, die wir basteln, schön zusammenpassen. Ja. Ja. Ja, es gibt da viele, viele kleine Projekte, die wir da haben. Wie Frank ja schon meinte, es gibt diese große LED-Matrix, es gibt die aber auch schon in kleiner. Die steht unten noch am Stand, die kann man sich mal angucken, das ist recht interessant. Da läuft gerade ein kleines 3D-Pong drauf. Gibt es einen kleinen Controller, mit dem man dann halt Pong auf so einer kleinen 3D-Matrix sich angucken kann. Für die letzten Jahre hatten wir halt auch immer so kleine Basteleien zum selber ausprobieren noch mit. Die bekommt man auch noch bei uns im Vereinsheim. Zum Beispiel das Lichtschwert, das kann man selber schnell in 1-2 Stunden Lötarbeit mal zusammenbauen und hat dann halt so eine kleine leuchtende Röhre, die man animieren kann. Die große LED-Matrix hatten wir gerade schon. Wir haben aber auch noch diverse Themen, wie zum Beispiel Tastaturen. Da haben wir 1-2 Mitglieder, die sich da sehr tief miteinander aussetzen. Und mehrere mit gewissem Interesse da dran. Also das ist erstaunlich groß, das Interesse an dem Thema. Ja. Wir haben jetzt auch, die kann man unten auch schauen, sich anschauen, mal geguckt, wie ist das eigentlich früher mit den alten Schreibmaschinen. Und da wollten wir in der nächsten Zeit einfach mal schauen, ob man so eine alte Schreibmaschine nicht einfach auch mal direkt an den Rechner anschließen kann und quasi als Tastaturersatz benutzen kann.
Dann gibt es natürlich auch so Basteleien, die auch wieder ein bisschen mit der Matrix zusammenhängen, mit der großen LED-Matrix, zum Beispiel die Funkuhr. Da wollten wir mal schauen, ob es möglich ist, direkt selber so ein Funkuhrenmodul zu bauen, aus diese Informationen, die da über die Luft kommen, auszulesen und dann vielleicht live auf der Matrix auch mal Uhrzeiten anzeigen zu können, ohne da irgendwie vorher einzustellen, dass es jetzt schon so spät ist. Also viele kleine Konzepte, die wir halt dann im Großen auch miteinander verbinden. Ja, wie wir schon erwähnt haben, haben wir uns da dem CCC in vielen Dingen auch angenähert, wobei wir nicht direkt dem CCC angehören, also in der Vereinsstruktur des CCCs hängen, sondern es gibt sogenannte Lokaltreffs, die sogenannten Chaos-Treffs und der lokale Treff davon namens Chaosküste, der tagt am Montag immer bei uns. Da kann man dann auch mal vorbeikommen, wenn man sich dem CCC verbunden fühlt und über CCC-nahe Themen diskutieren und austauschen. Ja. Also organisationstechnisch ist die Chaosküste nicht die Toppoint oder der Toppoint direkt untergeordnet, sondern die Chaosküste kommt in der Toppoint unter, rein räumlich. Aber wir haben große personelle Überschneidungen, möchte ich mal sagen. Das heißt, sehr viele Leute sind eigentlich beiden Bereichen zuzuordnen. Deswegen ist bei uns diese Abgrenzung jetzt relativ schwach ausgefallen. Aber eigentlich hätten wir jetzt hier einen Absatz machen müssen und sagen müssen, so, jetzt kommt hier ein Untervortrag für eine andere Organisation. Aber ja, also, wir sind halt sehr stark verwachsen miteinander. Genau. So, ja, kleiner Absatz zu Freifunk. Da gibt es später am heutigen Tag, um genau zu sein, um 15 Uhr, unten in dem Vortragssaal auch noch einen eigenen Vortrag für. Aber kurz angerissen, Freifunk ist halt ein von Bürgern selbst aufgebautes, unabhängiges Kommunikationsnetz, das von den Bürgern halt auch selber verwaltet wird und betrieben wird. Da kann man auch ganz einfach mitmachen, indem man sich nämlich so einen einfachen kleinen WLAN-Router zu Hause hinstellt und damit hilft, dieses Netz weiter auszubauen. So ein bisschen Antrieb dazu ist halt, dass man immer, wenn man irgendwie kommuniziert, ist man von großen Anbietern abhängig und das kann eigentlich nicht sein, weil die schreiben uns vor, was wir mit deren Netzinfrastruktur machen dürfen eigentlich nur. Und wenn wir mal so den Blick so ein bisschen über den Tellerrand werfen und mal so Richtung arabische Revolution der letzten Jahre schauen, da war es halt auch immer wieder sichtlich, dass der Staat oder auch andere Institutionen immer gerne auch mal in die Kommunikation der Bürger eingreifen. Und eigentlich haben wir ein Anrecht darauf, dass wir miteinander kommunizieren dürfen. Und das ist so ein kleiner Ansatz, wie man das ein wenig verteidigen kann. Aber dazu mehr dann später. Ja, Mike. Danke. Moin, mein Name ist Mike, bin mehrere Jahre aktiv in der Toppoint. Zur Geschichte des Podcasts. Ich habe seit letztem Jahr einen H320 iRiver, den ich praktisch... Achso, ich bin gar nicht drauf. Jetzt? Gut. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Nichtsdestotrotz, irgendwie, ich hoffe, dass mich jeder verstanden hat. Die kleine Panne hier. Und ja, und habe seitdem eigentlich im Grunde genommen die Idee, dass ich halt Podcast irgendwie produziere mit technischen Themen, einem technischen Hintergrund. Der Stil ist noch sehr offen und es ist halt eben ja, noch eine sehr junge Sache. Und es gibt allerdings auch schon etwas Podcast, den man herunterladen kann von der Toppoint-Seite. Und ja, so suche ich natürlich auch immer noch Mitstreiter, die gerne irgendwie Lust haben, halt was mitzumachen. Vielleicht auch im Endeffekt dann was mit Open-Source-Software zu schneiden oder vielleicht auch dementsprechend zu wachsen. So viel zum Podcast. Danke. Ja, danke, Mike. Ben? Dann haben wir gleich den nächsten Unterfall. Gibt es jetzt das richtige Mikrofon? Ja. So. Was auch immer relativ oder was immer wichtiger wird, ist, dass wenn man im Internet kommuniziert, man. Red weiter. Ja. Studie. Dass wenn man im Internet dort kommuniziert, man dort sicher gehen kann, dass man dort auch die Gegenstelle richtig trifft. Also wenn man auf seine Bankseite geht, dort möglichst auch nur mit der Bank redet und nicht auch noch mit irgendwelchen anderen Leuten. Und dafür ist SSL ein wichtiges Thema, wo einer der Aspekte dort sogenannte X509-Zertifikate sind,
die entsprechend die vier wichtigen Punkte bei Verschlüsselung und Kryptographie sicherstellen, nämlich dass die Kommunikation vertraulich ist, die Integrität gewährleistet wird, dort die Authentizität der empfangenen Nachricht sichergestellt wird und entsprechend auch verbindlich ist, was da übertragen wurde. Ich also auch sicher gehen kann, dass derjenige das gesendet hat, was ich dort von ihm empfangen habe. Und eine dafür gibt es jetzt eine ganze Reihe von Zertifizierungsstellen, die genau dafür die Identität von meinem Gesprächspartner dort halt ausstellen. Und das meiste, was man dort hat, ist, dass diese Zertifizierungsstellen für diese Feststellung der Identität sehr viel Geld haben wollen. Und da gibt es nun von einem Australier halt den Ansatz, der für ein freies Funknetz, was er dort in Sydney aufbauen wollte, halt auch Client-Identifikation benötigt hat und nur für jeden Client einzeln teuer ein Zertifikat hätte einkaufen müssen. Und da hat er sich überlegt, ja okay, genau das, was diese großen Zertifizierungsstellen machen, kann ich eigentlich auch selber mit aufziehen. Und da hat er dort CA-Zert gegründet. Und CA-Zert macht nun genau das, was eigentlich auch die großen Zertifizierungsstellen machen, nämlich die Identität überprüfen. Und um jetzt diesen Aufwand zu sparen, dass ich zentral irgendwo erfassen muss, wer die Leute sind, wurde das Ganze an das Vertrauensmodell angepasst, was auch normal aus dem Freundeskreis bekannt ist, nämlich dass die Leute dort andere Leute kennen und diese wiederum Leute kennen. Und jedem meiner Bekannten vertraue ich in einem gewissen Maße. Und so kann ich auch sagen, wenn Frank bestätigt, dass Daniel dort er selber ist, dann kann ich auch als anderer Nutzer in diesem Netzwerk dort Daniel vertrauen, wenn ich mindestens Frank vertraue. Und genau dieses Web of Trust kann man eben auch für die Zertifikate nehmen, um die Identität der Nutzer festzustellen. Und CA-Zert kümmert sich nur halt darum, eine zentrale Plattform zu bilden, wo genau diese Zertifikatsausstellung basierend auf den erfassten Identitäten dort ermöglicht wird. Ja, sehr schön. Hallo, mein Name ist Harald. Ich kümmere mich bei der TopPoint um die LPI-Gruppe. Also LPI, das ist eine Zertifizierung, also für Linux-Administratoren. Die wurde von einer Organisation in Kanada gegründet, also das Linux Professional Institute. Die Grundlagen dafür sind, für Computersysteme gibt es ja Bestätigungen für Administratoren, Zertifikate, die also nachweisen, dass man mit dem System umgehen kann, also und was beruflich sehr interessant ist. Und die Organisation in Kanada, die LPI anbietet, ist also überregional tätig, also weltweit tätig. Das Zertifikat von denen ist auch also relativ gut angesehen und also sehr verbreitet. Und also das Ziel bei uns in der TopPoint ist zum einen also die Vorbereitung drauf, so eine Zertifikatsprüfung ablegen zu können. Das ist nicht ganz trivial. Also man muss da wirklich wissen, wie das System funktioniert, was so unter der Haube passiert, wenn man einen Computer hochfährt mit einem Betriebssystem, wie man bootet, wie man Technik einbaut, wie man die zum Laufen bringt. Und also der Vorteil dabei ist, neben der Zertifizierung eben, dass man auch lernt, also was sind so Grundlagen eines Betriebssystems, wie funktioniert Netzwerktechnik, wie funktioniert Grafik, wenn eine Panne auftritt, woran liegt das? Und also es macht Spaß, das zu lernen und also wenn man ein Zertifikat dabei rauskommt, ist das natürlich auch ganz angenehm, aber das Hauptsinn ist eben, dass man so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt und dass man das eben nicht alleine zu Hause macht, am Buch oder nur am Computer, sondern dass man sich jetzt bei uns einmal im Monat, also jeweils am zweiten Mittwoch, trifft, zusammensetzt, so anhand der Prüfungsgrundlagen einzelne Themen raussucht oder eben auch mal diskutiert, sich ein Thema aussucht, also wie funktioniert ein Netzwerk, also wie ändere ich Benutzerrechte, wie schaffe ich, dass das System bootet, und das machen wir eben bei uns im Verein und
Also im Moment ist die Gruppe ein bisschen klein, aber ich wollte bei der Gelegenheit jetzt auch nochmal Werbung machen, wer Lust hat, sich mit Linux zu beschäftigen und ein bisschen was über Betriebssysteme und Computer zu lernen und wie man damit umgeht, der ist jeweils am zweiten Mittwoch des Monats ab 19 Uhr in der Toppoint. Herzlich willkommen. Und wer noch Leute kennt, die Interesse haben, gerne Bescheid geben. Ja, wie wir ja gerade gehört haben, haben wir halt viel Bedarf an Infrastruktur und viel Bedarf an Diensten, die halt auch im Internet erreichbar sind. Und da haben wir halt so ein bisschen aufgesetzt auf der Infrastruktur, die wir dadurch hatten, dass wir einen Internetprovider waren. Und wir haben halt selber im Clubhaus einen Serverraum und wir haben eine Co-Location bei Keynet, wo wir Server aufstellen können, wo wir dann mit Virtualisierung unsere eigenen Services selber betreiben. Und das ist gewissermaßen wieder so ein bisschen auch dieses Wissen verbreiten und sammeln im Prinzip. Wir versuchen halt alles selber zu machen und nicht auf Dritte oder Anbieter kommerzieller Art angewiesen zu sein. In unseren Räumen gibt es auch noch sogenannte Syn-Clients, die haben wir an den Seiten des Raums aufgestellt. Wenn man dann vorbeikommt, dann braucht man auch nicht unbedingt immer einen Laptop dabei zu haben oder so, sondern wir haben halt auch Systeme vorrätig, die man einfach nutzen kann. Ja. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich am Ende. Genau, vielleicht sollten wir kurz noch sagen, unsere Termine. Genau. Also der Techniktreff, der ist immer donnerstags abends bis auf den dritten Donnerstag im Monat, weil wir da die Vorstandssitzung machen, wo man natürlich auch hinkommen kann, wenn man möchte, wenn man sich dafür interessiert. Das ist öffentlich zugänglich natürlich als gemeinnütziger Verein. Am Freitag gibt es immer das Frickeltreffen. Das startet ungefähr um 19 Uhr. Ein Tick später kommen kann ich schaden oder vorher anrufen. Manchmal startet es auch früher schon. Ja. Allerdings das Ende ist ziemlich offen. Meistens geht es so irgendwo bis in die Morgenstunden, so bis 6 oder so. Um 9 hatten wir auch schon. Ja, wir hatten alles schon. Ja, und am Montag fängt auch um bei 19 Uhr die Chaosküste, das Treffen der Chaosküste in unseren Räumen statt. Genau, am Wochenende gibt es teilweise Programmierworkshops. Genau. Und aber der Rest ist dann doch teilweise auch nach Lage der Dinge. Genau. Ja. Ja, das wäre unser Vortrag. Also wir stehen natürlich Fragen gerne offen, entweder hier oder später unten am Stand der Toppoint. Danke sehr. Jetzt gleich direkt Fragen irgendjemand? Ich hätte vielleicht eine Frage, wie finanziert sich denn jetzt das Ganze? Nehmt ihr Geld für Schulung oder? Das ist vielschichtig. Das ist ein Gemisch. Also wir haben erstmal ganz viele Mitglieder. Wir haben etwa 80 Mitglieder, etwas mehr, glaube ich, jetzt sogar schon. So, das ist nicht genau wissen. Aber viele dieser Mitglieder sind gar nicht mehr aktiv. Der Verein ist ja schon seit 20 Jahren da und viele sind natürlich mit ihren Familien jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang und nicht mehr so aktiv in dem Bereich. Da ist es oft eigentlich so, dass die Treue ganz lange gehalten wird. Die Verbundenheit mit dem Verein ist ganz groß. Also wer da einmal Mitglied wird, springt da nicht so schnell wieder ab, ist die Erfahrung. Wir haben also keine Kündigungsfristen besonders, also einen Monat oder so zum Monatsende. Aber man kann also jederzeit aussteigen, das tun die Leute aber in der Regel nicht. Also im Endeffekt, manche Leute satteln dann um auf so einen Unterstützungstarif, genau, wo man nicht ganz so viel bezahlen muss. Also größtenteils sind es halt Vereinsbeiträge und die Schulungen, die wir im Rahmen mit der Kooperation mit Keynet machen, die werden halt auch abgerechnet. Also ich glaube, eine Schulung kostet 10 Euro und ein Workshop 15 Euro. Eine Schulung kostet, wenn es über Killnet abgerechnet wird, nur 5 Euro. 5 Euro, okay. Ja. Und ich habe gestern gerade. Nee, Mitglied braucht man da nicht sein. Ist 5, glaube ich. Und wenn man kein Mitglied ist, wie ich, dann 10. Ja, genau. Das ist über Killnet, weil die uns die Arbeit da abnehmen von der Verwaltung. So, und ansonsten viele Spenden. Das ist aber auch 4 Schulstunden lang, also 3 Stunden etwa, 3 bis 4 Stunden lang. Bis die Leute halt nicht mehr können am Abend so ungefähr. Weitere Fragen?
Ja, dann vielen Dank und viel Spaß auf den Kieler Open Source und Linux-Tagen noch. Ja. Ja, das funktioniert.